Sie sehen also, die Tradition der Kirche ist brandaktuell. Man muss die Schätze nur heben, ins Licht stellen und sagen, bitte Leute, das ist es. Dieses Zitat, das Sie gebracht haben, ist das beste Beispiel dafür. Und wenn das flapsig ist, dann bin ich gerne wie die Kirchenväter flapsig. Wobei ich fürchte, dass ich die Flapsigkeit vom heiligen Augustinus nie erreichen werde. Aber das ist eben die Kunst, eigentlich noch nicht mal die Kunst, sondern man muss den Mut haben, in der Sprache von heute die Dinge... Maria, die Braut des Heiligen Geistes, wird in einem Fresko in unserer Wallfahrtskirche ganz besonders verehrt. Und Maria, die Braut des Heiligen Geistes, zeigt uns auch heute den Weg. Hinausgehen in die Welt, aber nicht damit die Welt zu uns hineinkommt, sondern damit wir der Welt ein Licht aufstecken, und das halten wir in der Hand.